Hallo und guten Morgen aus Sydney. Zweiter Weihnachtsfeiertag, nachdem der erste ein bisschen verregnet war. Und wir sind auf dem Weg, das Hobart Yacht Race zu beobachten, also den Start hier in Sydney. Ich hoffe dabei natürlich auf ein paar sehr nette Segelsportfotos und die Skyline von Sydney würde ich gerne im Hintergrund dabei auf Foto bannen. Ja, und ich freue mich auf Fähre fahren und Sushi am Fährhafen. Genau, was sonst? Sushi. Fähre. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das so alles heute unter einen Hut bekommen. Na, Hut, hier. Gag. Oh. Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten haben wir es dann doch noch raus nach Watson's Bay geschafft. Die Startschwierigkeiten bestanden darin, dass wir 2-3 Minuten zu spät am Fähranleger angekommen sind und somit die letzte Fähre verpasst haben, die um kurz nach 11 noch fahren durfte. Danach war dann die Fährverbindung gesperrt, weil das Race, also die Yachten jetzt Startaufstellung in der Bay von Sydney nehmen und in der Zeit darf da halt keine Fähre durchfahren. Und wir haben uns dann ein bisschen mit dem Bus durchgeschlagen, mit dem Expressbus, den Sabine noch auf die ganz schnelle für uns recherchiert hat und wir sind dann rausgesprungen und vor Circular Quay direkt abgefahren und nach 20 Minuten waren wir dann also hier draußen und wie ihr sehen könnt, alles wunderbar, ich habe einen guten Platz gefunden und da unten, da sitzt Sabine im Schatten und schützt sich vor der Sonne, was ich natürlich versuche mit einem schönen Hut, soweit es geht für mich hier zu realisieren und dann hoffe ich jetzt auf gute Motive vor der Kamera und ein schönes Rennen für alle Teilnehmer, alle Yachten, also Mast und Schotbruch, möge der Beste gewinnen, auf nach Hobart! Was ihr hier seht, sind natürlich erst die Aufwärmübungen der Teilnehmer an der Regatta. Der Start ist noch ca. 15 Minuten entfernt zu diesem Zeitpunkt. Die ersten Aufnahmen sind erfolgreich im Kasten und wie ihr an dem Menschenauflauf hinter mir erkennen könnt, steht der Start des Rennens jetzt wohl auch wirklich kurz bevor. Immer mehr Zuschauer versammeln sich hier und auch eine Live-Kommentierung findet hinter uns statt, die eventuell hier im Ton auch zu hören ist. Ja, die Anspannung steigt jetzt merklich. Nochmal schnell die letzte Halse, um sich in beste Position vor den Start zu bringen. Hier nochmal ein Blick über die sogenannte Zuschauertribüne sozusagen, die schwimmende. Und da ist der Startschuss erfolgt. Das Rennen ist gestartet. Vorneweg Wild Oats, der Sieger des letzten Jahres. Schnell gefolgt von der Loyal. Oder Loyal. So sieht das aus. Die Hafenausfahrt. Hier haben wir einen kleinen Durchblick durch die Bäume noch mal erwischen können. Immer noch die Wild Goats vorne. Aber das Feld ist dicht auf. Wahnsinn, dieses riesige schwarze Boot mit den Zuschauern. Ja, das Feld ist gestartet. Das Sydney Hobart Race ist in vollem Gange.
sehr lustig zu beobachten, fand ich, dass es beim Start dann doch einen Geisterfahrer gab. Interessanterweise das Boot der Beratungsfirma KPMG. Weiß der Geier, was die Jungs geritten hat, aber die meinten, sie müssten halt wieder zurückfahren. Ja, ist ja auch schön in Sydney, kann ich verstehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen ausspannen. Ich stand die ganze Zeit jetzt in der heißen Sonne und habe mir jetzt einen schönen Schattenplatz hier unterm Baum verdient und lege mich dann einfach mal so ein bisschen zurück, so wie wie Sabine das schon gemacht hat. Wunderbar, also tolle Sache, diesen Start hier so beobachten zu können, und ich hoffe, ein paar der Fotos und Videoschnipsel, die ich für euch gemacht habe, gefallen euch auch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal auf womberland.de. Ciao, ciao! Wir sind wieder zurück in unserem Apartment in Sydney und ein ereignisreicher Tag liegt hinter uns, der angefangen hat mit dem Sydney Hobart Yacht Race, also mit dem Start davon, den wir im Hafen beobachten konnten, mit ein bisschen Startschwierigkeiten, aber auch die haben wir gemeistert. Und danach haben wir noch prima in der Opera Bar gesessen, unter dem berühmten Bogen der Sydney Oper, und haben den Sonnenuntergang genossen bei ein bisschen, ein paar netten Getränken.